Name ist Elke Tepe, ich bin die Präsidentin des InnoWheel Clubs Vechta bis zum 30.06.2018. In diesem Jahr startet das 5. Entenrennen und ich hoffe, dass wir wieder mit 2500 Enten an den Start gehen. Neue Idee des InnoWheel Clubs. Wir haben hier eine große Ente, die dieses Jahr für Vereine, für Firmen, irgendwelche Gruppen an den Start geht. Jeder kann gegen eine Spende von 250 Euro so eine Ente bekommen, die er dann selber aufpimpen kann, also schmücken kann, wie zum Beispiel die Zeitungsente und praktisch im Rahmen so seiner Firma vielleicht schön gestalten kann. Das ist sozusagen so eine schwimmende Werbeplattform, wenn man so will. Ihre Mitarbeiter können dann praktisch vielleicht diese Ente schmücken und am Renntag bis 14 Uhr bitte bei der Rennleitung abgeben. Dann wird die Ente vor dem eigentlichen Entenrennen zu Wasser gelassen und schwimmt dann genauso wie die kleinen Enten hier vom Krankenhaus bis zur Liebfrauenschule. Prämiert wird die schnellste Ente mit einem Wanderpokal und für die Personen, die diese Ente so schön geschmückt haben, gibt es auch noch einen Grillgutschein.